Willkommen zurück bei die Rückkehr im Hardcore-Modus. Ja, wie angekündigt, habe ich hier, wie man sehen kann, Mika offscreen wieder geholt und wir werden jetzt diese Höhle hier auseinandernehmen. Nachdem wir diese dämliche Blutfliege hier, die uns nervt, keine Ahnung, wo die wieder herkommt. Mann, Mann, Mann. Gut. Wie dem auch sei. In dieser Höhle sind einige Steingolems und Minecrawlers vorhanden. Zudem ist dort noch, glaube ich, eine Crawler-Königin, aber die werden wir irgendwann mal eventuell alleine töten. Wir brauchen Mika eigentlich nur für diese Steingolems und diese ganzen Minecrawler. Da müssen wir echt ganz behutsam vorgehen. Also ich mache mal ein Vorab-Fazit. Ich gehe mal davon aus, wir werden sterben. Es ist einfach Hardcore, was da drin abgeht im Hardcore-Modus. Die sind so stark, insbesondere Atramentor, dieser Bossgegner. Der ist so heavy, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Der ist echt super heavy. Und von daher finde ich das nicht schlimm, wenn wir hier sterben würden. Denn man kann hier nichts vorausplanen, man kann hier nicht irgendwie das Spiel manipulieren und sagen, okay, wir machen das so, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ist einfach nicht möglich, denn diese Golems sind unberechenbar. Man weiß einfach nicht, wann sie zuschlagen oder wie sie plötzlich reagieren. Sie können nämlich zurückgehen. Also sie können sich gut verteidigen und naja, wenn die Crawler noch irgendwie uns auch noch nerven, dann könnte das wirklich unangenehme Folgen haben. Nun gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Mika dazu nehmen werden, um gegen Atramentor zu kämpfen. Denn ich habe halt irgendwie die Angst, dass Mika gegen Atramentor sterben könnte. Ja, und wenn er dann tot ist, wird er nicht wiederbelebt. Das machen wir nicht. Wir brauchen aber Mika später, in den späteren Folgen. Und zwar insbesondere, wenn wir Kapitel 3 starten. Da sind nämlich die Suchenden da und Mika ist da echt eine super Hilfe. Also es kann gut sein, dass ich Atramentor alleine versuche zu bewältigen. Das war der Grund, warum ich auch diese ganzen Windfaustspruchrollen gekauft habe. Die sollten eigentlich reichen, um die Lebenspunkte von Atramentor so weit runter zu regeln oder zu dezimieren, damit wir den Rest dann halt einfach mit dem Stab machen. Diese neuen Windfaustspruchrollen werden wahrscheinlich so an die 3000 Lebenspunkte oder sowas von dem runterhauen. Dann hauen wir hier noch diese 500 Lebenspunkte noch runter mit Blitzschlag und der Rest dann halt mit dem Stab. Ich habe da einfach ein bisschen Angst, dass Mika stirbt und es wäre sehr, sehr schade. Ich meine, er könnte auch jetzt sterben, ne, gegen diese anderen Golems, aber ich glaube es eher nicht. Auch wenn er keinen Schaden macht mit seiner scharfen Waffe. Genug geredet, ich werde jetzt mal ein Quickie machen. Einfach mal so. Und dann werden wir versuchen, in aller Ruhe diese Scheißmonster hier alle einzeln hierher zu locken. Damit Mika eben nicht losstürmt, wie alle anderen Begleitpersonen das immer machen. Das sind einige Crawler schon. Jetzt müsste das Vieh uns nur noch bemerken. Sehr schön. Gut, dann schnell weg hier. Okay, die haben wir sogar selber platt gekriegt. Boah, bin ich nervös. Leute, ich bin echt super nervös, weil ich eben einfach will, dass es alles wunderbar klappt. Und ich hoffe auf ganz, ganz viel Glück. Ganz ehrlich, ich hoffe echt gerade auf ganz viel Glück. Aber ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit absolut gering sein wird. Also verzeiht mir mein Ansporn oder meine Unruhe. Keine Ahnung.
Mika, komm schnell her. Komm schnell her. Komm, komm. Nicht, dass der den Golem früher bemerkt. Obwohl, Moment. Das ist im Moment noch nicht notwendig. Der hat noch genug Leben. So, bis... Oh, super. Da kommt auch schon der andere Crawler. Das ist super. Normalerweise ist der irgendwo da drinne. Es läuft bisher wirklich mit viel Glück. Muss ich schon sagen, es läuft gut. Boah, die machen immer noch so viel Schaden bei uns, ne? Das ist echt nicht normal, hä? Moment. So. Mana ist jetzt auch komplett voll. Das ist ganz wichtig. Hier muss wirklich immer alles voll sein. Insbesondere die Ausdauer. So, ich glaube, da kommt jetzt kein Crawler mehr. Ich hoffe es nicht. Dann werden wir einfach direkt auf diesen Golem losgehen. Und solange die nicht aufwachen, können sie nämlich nichts machen. Mika macht zwar keinen Schaden, aber ist eine gute Ablenkung. Okay. Sehr schön. Das hat geklappt. Ja, hoffentlich geht es auch weiter so. Aber jetzt wird's problematisch. Und zwar sind da vorne zwei Golems. Und wenn wir auf einen losgehen, dann wird Mika direkt auf den anderen losrennen wahrscheinlich. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also der müsste jetzt eigentlich selber gegen einen kämpfen. Und wir bearbeiten so lange den anderen, bis wir dann Mika helfen. Irgendwie so muss es funktionieren. Es sei denn, da ist noch ein Crawler drin, aber ich habe nicht das Gefühl. Ich höre nämlich nichts. Komm her, Mistvieh. Nein, nein, nein. Scheiße. Okay, dann müssen wir den hier selber fertig machen. Hey! Hä? Okay, das war jetzt ein Bug. Wir hatten volles Leben. Nee, 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 Moment. Das war ein Bug. Das kann nicht sein, dass wir da was verlieren. Das war ein Bug. Das lade ich sofort nochmal neu. Wir hatten volles Leben. Und haben trotzdem plötzlich komplett alles verloren. Das hat man gesehen am Lebensbalken. Der war sofort... Ja, wir haben nämlich volles Leben. Da kann ich gerne nochmal gucken. Ja. Leben... Nee, haben wir nicht. 281. Oh. Aber das kann trotzdem nicht sein, dass innerhalb einer Sekunde dann von 281 auf 0 runtergeht. Das geht nicht. Also das war gerade irgendwie buggy. Klar, wir verlieren schon ganz schnell Leben, aber nicht innerhalb von einer Sekunde alles. Das ist, ist auch egal, ich hab's ja gesagt, es wird kompliziert, hier reinzugehen. Wir versuchen es nochmal. Ja, so stelle ich mir das vor. Der ist noch nicht wach, dieser Steingolem, der ist jetzt erledigt. Super. Ja, Mika macht leider keinen Schaden mit seiner scharfen Waffe, aber das war klar. So, greif Mika an. Genau. Das ist nämlich Sinn und Zweck. Mika kann ihn ablenken, dass der Golem sich auf Mika konzentriert und wir hauen einfach drauf zu. Was war das gerade? Mika, warum hast du die Waffe... Der hat einfach die Waffe weggesteckt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich meine, Leben hat er ja noch genug, ne? Und sogar mehr als die Hälfte. Erst wenn er weniger als die Hälfte hat, müsste er sich heilen. Ist auch egal. Das hat funktioniert. Und ich muss leider, auch wenn ich das nicht so will, diesen einen Tod gerade eben... Naja, wir akzeptieren den halt... Auch wenn das ein bisschen buggy war, mit der Lebensleiste, das war nämlich ein bisschen abnormal gerade eben, was da abging. Die war ja ratzfatz weg.
Ach so, genau. Hier, nimm den Heiltrank. Der trinkt ja noch seine eigenen Heiltränke, ne, die er dabei hat. Ja, ich sehe es gerade. Man gibt ihm eins und dann nimmt er erstmal seine. Aber das ist normal. So, komm mal bitte hier an die Wand. Ich will nicht, dass du da reinrennst. Das läuft gerade gar nicht mal so schlecht. Da ist noch ein Golem. Den werden wir mit Mika zusammen bearbeiten und dann werde ich wahrscheinlich dann Atramento alleine angehen. Da kommt er auch. Genau. Nein, bitte nicht da rein. Nicht da rein. Nicht da rein. Da ist nämlich Atramentor. Okay. Super. Super. Gut, dann werde ich jetzt mal Mika entlassen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Ich habe da ein bisschen Schiss. Der kriegt ja ganz schön Schaden ab, ne? Also das war jetzt hier nur von einem Treffer von diesem Golem und Atramentor hat 10-mal mehr Power wie diese Golems hier. Da ist Mika sofort tot. Obwohl. Ach, ich bin gerade so unschlüssig. Der wäre bestimmt eine super Hilfe. Und es könnte auch gut klappen, das weiß ich. Aber ich habe halt auch Schiss, dass er stirbt. Und wir könnten Atramento immer wieder mit Windfaust bekämpfen, wegrennen, wiederkommen. Ja, das machen wir auch. Komm, Mika, danke. Ich brauche dich nicht mehr. Danke für deine Hilfe. Du kannst wieder zurückgehen. Du warst echt super. Wie du meinst, wir hatten eine gute Zeit. Wenn du mich nochmal brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Danke, Kumpel. Du warst echt die 1000 Goldstücke wert. So. Schade, dass wir keine Geschwindigkeitstränke dabei haben. Die wären jetzt wirklich eine große Hilfe. Aber das sollte auch so gehen. Gut, dann werden wir mal loslegen. Scheiße, der war nicht aufgeladen. Man hat's gesehen, ne? Das geht wirklich. Jetzt haben wir schon den einen verschwendet. Mist. Jetzt haben wir noch 8 Stück. Der soll da rauskommen, genau. Schön hier. Hier wäre das optimal, wenn wir den hier treffen könnten. Nein, so nicht. Wir haben da so ein scheiß Blickfeld mit der Kamera, ne? Das ist natürlich blöd. Hä? Was macht er jetzt? Der ist ja immer noch unterwegs. Oh, das war nicht schlecht. Und jetzt bleibt er da hängen. Das ist mir völlig egal. Das werden wir jetzt mal schön ausnutzen. Denn das ist nicht unser Problem. Das war aber nicht schlecht. Und wie man sehen kann, das macht doch ordentlich Schaden. Der hat halt an die 5000 Lebenspunkte oder so. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich meine, da können wir nichts dafür, wenn er sich da reinbackt, ne? Das ist nicht unser Problem. Super. Er darf da nicht rauskommen. So ist es schön. Boah, wenn er uns einmal trifft, ne, dann war's das. Das weiß ich einfach. Ich habe so eine Angst gerade. Okay, das war jetzt nicht so gut. Jetzt haben wir ihn nicht so richtig getroffen. Schade.
Aber wir haben noch viermal Windfaust. Schön. Aber es ist wirklich unglaublich, wie viel Lebensenergie dieses Monster hat, ne? Okay. Jetzt hat er es geschafft. Genau, jetzt dreht er sich um. Wir können mal eben schnell Mana zu uns einnehmen. Das muss jetzt wirklich schnell gehen. Mann, das ärgert mich, dass wir keinen Geschwindigkeitstrank dabei haben. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Okay. Der kommt raus, alles klar. Nein. Wir gehen ja schon. Boah, habe ich einen Respekt vor diesem Monster. Das ist abnormal, ey. Ich habe so Schiss. Wie viel haben wir noch? Zwei Stück. Oh je. Aber das ist besser als nichts. Das war schön. Das war richtig schön. Ist ja gut, wir gehen ja schon. Ja, hier draußen ist es optimal. Da können wir ihn richtig schön erwischen. Ja, scheiße. Das war nichts. Ach, scheiße. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Das war, glaube ich, die letzte, ne? Ach, nö. Shit. Jetzt haben wir zwei verschwendet, hey. Ach, das ärgert mich jetzt total. Ja, die zwei hätten nochmal ganz schön viel Lebenspunkte bei ihm abgezogen. Ja, wir hätten ihn fast klein gekriegt, aber so wird das nichts. Scheiße. Das ist ja echt ärgerlich. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben halt einfach nichts mehr, ne? Außer den großen Feuersturm und der wird nichts bei dem ausmachen. Das habe ich gewusst. Ist ja ein Steingolem. Was soll man da groß erwarten? Da macht Feuer einem Golem einfach nichts aus. Ach, das ist blöd, ehrlich. Jetzt haben wir gar nichts mehr, ne? Ach, wir haben noch einen Goblin. Cool. Ich werde mal abspeichern. Wir haben noch einen Goblin. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Aber wir haben noch einen Goblin, habe ich gerade gesehen. Und der könnte uns echt helfen. Jawohl. Sehr schön. Wir werden wahrscheinlich sterben, das weiß ich. Aber das ist mir egal. Der Gobbo hat eine stumpfe Waffe. Nee, hat er nicht. Scheiße. Das ist ja ein Schwert. Goblin. Wieso greifst du den nicht an? Ach, der sieht ihn nicht. Wir müssen uns wegbewegen, damit der Gobbo Atramento sieht. Ja, genau. Und jetzt kann er den Atramento einfach schön ablenken. Das könnte eventuell sogar gut klappen. Ja, hau immer schön rein. Nein, nicht den Gobbo. Das war's. Mit einem Schlag hat
hat er den platt gemacht. Unglaublich, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal auf ein bisschen Glück, dass das jetzt einfach so klappt. Das wäre schön. Wir haben uns echt so viel Mühe gegeben. Wir haben unser ganzes Mana verbraucht, unsere ganzen Spruchrollen, die wirklich gut waren. Der Feuersturm tut mir richtig weh. Der tut mir echt weh. Und wir haben es geschafft. Erfahrung, 350. Verrückt, ne? 350 erfahren. Aber dafür... Aber dafür haben wir eine fette Belohnung bekommen. Und zwar, sicherlich, das zählt jetzt hier wirklich nur für Leute, die auf Zweihand gehen. Nämlich eine magische Runenaxt. Man kann sie verkaufen, da gibt's ordentlich Gold für. Oder man kann sie benutzen, wenn man gut geskillt ist. Das ist eine super fette Belohnung. Ja. Und dann haben wir noch den Heldenbonus bekommen. Klar. Hier gibt es noch den Einhänder Terrakotzhammer. Wenn man kein Sektler ist, ist das auch eine super Waffe. Okay. Ich guck mal eben auf den Timer. Ja. 20 Minuten haben wir gebraucht. Mit Mika hätten wir eventuell sogar noch weniger gebraucht, aber... Naja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube einfach, dass es nicht geklappt hätte. Denn wenn Mika die ganze Zeit Atramento abgelenkt hätte, hätte Atramento versucht, Mika eben zu treffen. Und ich denke, nach 2-3 Treffer wäre Mika auch platt gewesen. Wir haben jetzt halt einfach Glück, wir konnten immer schön zurückweichen, abhauen, aufladen. Genau. Das ging halt so, ne? Und so mache ich das eigentlich auch immer. Oder habe es immer so gemacht früher, wenn ich gegen dieses Monster gekämpft habe. Windfaust, wegrennen. Windfaust, wegrennen. Sonst noch was Interessantes? Ach ja, genau hier. Steintafel der Ausdauer. Die Schatullen natürlich. Was ist da drin? Ach komm, haben wir ein Pech. Das ist ja nicht normal, ey. Ey, jetzt... Hallo, Gothic. Geh mir nicht auf den Sack, ey. 500 Gold, na immerhin. Also ehrlich, ey. Von 3 Schatullen und dann noch die... mit den Juwelen drin, ne? Da nichts... zu finden, ist schon hart. Da muss echt was passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich super gering, dass man eben da nichts findet. So. Ich will mich jetzt gar nicht so lange hier aufhalten. Das ist alles, was wir wollten. Wir haben unser Ziel erreicht. Musik. Wo ist die Musik? Die Musik ist aus. Keine Ahnung wieso, aber sie war aus. Ja, wir werden jetzt ratzfatz wieder zurückgehen. Gehen wir einfach hier durch. Bitte nicht festbacken. Boah, das Vieh macht aber heftigen Schaden. Wir müssen unbedingt leveln, ey. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen viel mehr Lebenspunkte.
So. Wir faxen jetzt gar nicht lang rum. Wir gehen ins Sektlerlager. Und geben die Quest ab. Einmal kurz drehen, damit alles geladen ist. Ja, es ruckelt sich alles mal kurz hier ein. Ist ja gut. So, wir sind gleich da. Boah, ich will jetzt erstmal keine Bossmonster mehr sehen, ne? Dieser Atramento hat mir jetzt echt den Rest gegeben. Ja, und was mit diesem einen Steingolem war? Warum unser Lebensbalken innerhalb einer Sekunde plötzlich leer war. Ich meine, wir hatten keine Ausdauer, das weiß ich. Das ist mir klar. Ich weiß auch, dass wir schneller Leben verlieren, wenn wir gegen diese Golems kämpfen. Aber das war, oder das waren knapp 300 Lebenspunkte in einer Sekunde, in einem Zug eigentlich. Ich habe nämlich gesehen, wie der Lebensbalken in einem Zug plötzlich leer wurde und das, ja, das sind wahrscheinlich so die alten Bugs aus 1.0, also Version 1.0, die nie richtig behoben wurden, weil das ist nicht normal. Man verliert zwar Leben und auch viel, aber das ist immer so stückchenweise und nicht in einem Zug. Das war gerade ein bisschen buggy. So. Ich möchte in aller Ruhe mich mit Baal Urun und den anderen unterhalten, ohne dieses Musikgedöns hier. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich guck mal, ich glaube, wir haben schon mit Urun gesprochen. Bin mir jetzt selber nicht mehr sicher. Was willst du? Wegen der benötigten... Oh ja, okay, wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. Du musst mich immer auf dem Laufenden halten. Was hast du herausgefunden? Ich konnte einiges allem und Lord noch das mal ohne der danach hast. Das ist gut. Halte mich. Meinung kennst du ja schon. So, der liebe Baal Urun weiß jetzt um diese ganzen Erzgeschichten Bescheid. Der arme Kerl kann einem leid tun. Was die Paladine betrifft. So, dann werden wir... Glaubst du wirklich? Erstmal ein Durchziehen. Das hätten wir schon längst machen sollen. Puh, das haben wir uns echt verdient. Glaubst du wirklich? Nach diesem Fight. Und ich muss sagen, wir hatten unglaublich viel Glück, dass es alles so abgelaufen ist. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wunderbar. Der tut richtig gut. Jetzt müssen wir Gornakosch aufsuchen. Da ist er auch. Hey, Gorna! Wir sind wieder zurück. Was ist los? Du wirst dich gleich wundern. Guck dir das an. Ich bringe dir den Hammer. Zeige ihn mir. Unglaublich. Das ist tatsächlich Terrakots Hammer. Sehr gute Arbeit. Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass du diesen Auftrag erfüllen würdest. Manchmal habe ich selbst nicht daran geglaubt, um die Wahrheit zu sagen, es war alles andere als einfach. Das kannst du laut sagen. Aber trotz allem, du bist wieder hier und du bist am Leben.
Damit hast du meine Prüfung bestanden und bewiesen, dass du über außergewöhnlichen Mut und Tapferkeit verfügst. All das verdient höchsten Respekt. Da hast du recht. Darüber hinaus hast du auch der Bruderschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen und dir damit ihre Hochachtung verdient. Danke. Wenn deine zukünftigen Taten ebenso erfolgreich verlaufen, können wir bald über deine Aufnahme in die Reihe in der Templer nachdenken. Okay. Männer wie dich können wir gut gebrauchen. Deshalb, sehr schön. Zum Beweis der Dankbarkeit der ganzen Bruderschaft und von mir persönlich, nimm diese bescheidene Gabe. Natürlich ist es nur ein kleiner Ausgleich für das, was du für uns geleistet hast. Aber ich möchte nicht... Okay, das reicht jetzt. Elixier des Lebens, sehr schön. Ich werde mal abspeichern, denn wer weiß, was es sonst noch ist. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir haben die Aufträge für Bale Orun hier in Korinis abgegeben. Darüber weiß er Bescheid. Dann haben wir Terrakots Hammer abgeholt. Ja, und jetzt merke ich gerade, dass uns noch etwas fehlt. Mann, das hätten wir... Nee, das konnten wir ja nicht machen. Jetzt weiß ich. Wir waren ja in Jaken da und konnten es nicht machen, weil wir keinen Pfeffer dabei hatten. Ja, das geht nicht. Ich möchte Templer werden. Ich habe dir doch schon gesagt, dass allein dieser Wunsch nicht ausreichend. Du musst erst beweisen. Und der Best... Habe ich denn noch nicht genug? Und was genauer hast du... Ich habe deine Prüfung bestanden. Ja, damit hast du was sonst noch? Ich habe den Auftrag von Bal auch erledigt. Ich habe, wie ich sehe, Vertrauen. Was sonst noch? Das ist alles. Deine Verdienst, obwohl... Genau. Da müssen wir einfach einem Bruder der Bruderschaft einfach noch helfen. Und ich denke, das könnten wir in dieser Folge auch schaffen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das liegt doch auf der Hand. Wir gehen mal eben kurz zu Baltion hoch. Wir müssen eigentlich einfach nur eben kurz Pfeffer besorgen, nach Jakenda diesen Trank brauen, dann an Fortuno geben und ihm einfach sagen, dass er wieder zurück kann nach Korinis. Fertig. Das war's. Das ist doch nichts Neues. Ach, der verkauft im Moment noch nichts, weil es ja nur früher Morgen ist. Ist sie noch zu? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Sehr schön. Ja, hier waren nämlich... Daran wird sich nie etwas ändern. Tränke drin. Das können wir eigentlich mitnehmen. Man erzählt sich ja so einige. Wir brauchen ein bisschen Mana. Das liegt doch auf der Hand. Fertig. Fertig. Das liegt doch auf der Hand. Ja, Mist, das ärgert mich jetzt. Ich dachte, wir können jetzt schon Templer werden, aber... Einige Probleme. Das mit Jakenda habe ich natürlich vergessen. Fertig. Wir müssen erst noch Fortuno helfen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Fertig. So, wir haben jetzt 6 Mana-Tränke und... Der arme Kerl kann einem leid tun. Ja, wir haben noch einige Feuernessel. Komm, weg damit. Fertig. Das hätte... Lieber zu viel als zu wenig. Fertig. Das sind doch alles nur Gerüchte. Fertig. Das sollte erstmal reichen. Dann werden wir mal eben einen Trank trinken. Glaubst du wirklich? So, sehr schön. Gut, dann genau das habe ich auch gedacht. Werden wir nochmal nach Jakenda reisen. Ich hätte das nicht gedacht. Das sollte doch alles jetzt nicht so lange dauern. Gehe ich mal von aus. Doch zuvor müssen wir erstmal den Pfeffer kaufen.
so. Na? Wirklich? Das ist ja interessant. Zeig mir deine Waffe. Er arbeitet Pfeffer. Den ganzen Tag. Roter Tränenpfeffer, 100 Gold. Das weiß doch inzwischen jeder. Er redet einfach zu viel. Haben wir auch dabei, sehr schön. Ja. Jetzt werde ich mal eben kurz speichern und neu laden, damit die Wirkung vom Geschwindigkeitsdrang vorbeigeht. Nicht missverstehen, aber ich habe keine Lust, dass das Spiel wie beim letzten Mal abstürzt. Das passiert gerne, wenn man eben den Geschwindigkeitsdrang aktiv hat. Und wenn man neu lädt, ist dann die Wirkung auch vorbei. Das ist so. Das stört mich jetzt auch überhaupt nicht. Ich wollte den Drang auch nur hier für innerhalb Corinis. Genau, der ist jetzt vorbei. Und dann werden wir nochmal quicksaven. Gut. Und dann gehen wir rüber. Sehr schön. Hallo Jungs. Ja, wir sind wieder in einer anderen Welt. Wir müssen kurz warten, bis das Ganze geladen ist, sonst stürzt das Spiel wirklich ab. So ein bisschen drehen. Hallo? Was ist denn jetzt los? Grafikkarte, würdest du mal bitte arbeiten? Danke. Kann natürlich sein, dass mein RAM schon voll ist. Warum auch immer. Das wäre aber sehr ungewöhnlich. Naja. Gut, wir wollen ja zu den Bandits. Ist das jetzt hier schneller? Ich glaub's nicht. Scheiß drauf, komm. Gehen wir so lang. So, das Rezept haben wir schon von Miguel erhalten. Wir haben es auch gelesen. Wir müssen das jetzt nur herstellen und dann an Fortuno übergeben. Das sollte eigentlich reichen. Und dann ist die Geschichte auch erledigt. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich glaube, das waren spezielle Tränke, ne? Elixier der Geistesveränderung, genau. Dazu fehlen mir die Zutaten. Jetzt hör auf. Was fehlt denn jetzt bitte? Hör auf, mich zu verarschen, ey. Also, wir brauchen das Sekret aus zwei Blutfliegenstacheln. Das müssen wir doch haben. Ein Mana-Extrakt, na super. Und das haben wir natürlich nicht. Ach komm. Na gut, wir bleiben ganz ruhig
klauen uns einfach diesen Mana-Extrakt hier. Und fertig. Ja. So. Voll unverschämt, ne? Fertig. Ja, geht doch. Meine Güte. Machen wir hier eine Odyssee, nur um Templer zu werden. Das ist wirklich krass. So, Freundchen. Jetzt aber wollen wir antworten. Ich habe einen Trank für dich. Das wird dir helfen, dich zu erinnern. Ich ver... So. Und? Ah! Ja, was hast du... Ich habe... Hart vers- Wieso? Ein Mächt... Und weiter? Wir konnten... Aber Ray besser... Gruft des Priesters... Die Ruhe... Ich erinnere... Und als... Er hat ein... Genau, du kannst jederzeit zur Bruderschaft zurückkehren. Du kannst jederzeit zur Bruderschaft zurückkehren. Bruderschaft. Ja, der neue... Die Bruder... Sie bittet, ich denke... Ich weiß gar nicht... Überwinde deine Zweifel. Deshalb würde dir ein Sch- in der Bruderschaft... Denkst du wirklich... Ich denke nicht, unweit von hier... Dann... So ist es schon besser. Ich danke dir... Nichts zu danken. Okay. Das sollte es dann gewesen sein. Wir laufen jetzt wieder zurück nach Corinis. Und dann sollte es keine Probleme mehr geben mit dem Templer werden. Und wir haben unser Ziel erreicht. Wir werden eben noch bei Satoras die Informationen abgeben. Da müssten wir auch noch ein paar Erfahrungspunkte dafür bekommen. Und dann war's das erstmal hier. Freundchen. Wegen Raven. Da gibt es so einen Kerl, bei dem sein Name ist... Und? Er konnte mir nur... Dieses... Raven hat... Das ist nicht... Adan... Genau. Adanos hin oder her. Keine Ahnung. Können wir sonst noch irgendwas erzählen hier? Ich glaub's nicht. Aber wir können mal eben... Nee, lassen wir das. Komm, weg. Weg hier. Ab nach Corinis. Wieso liegt hier eigentlich noch Kram rum? Das haben wir noch gar nicht aufgehoben, sehe ich gerade. Nicht die feine englische Art. Okay. Wir kommen langsam dem Ende zu. Na komm, auf geht's. Wir wollen endlich wieder zurück. Jawohl, danke. Rüstung wechseln natürlich, ganz wichtig. Wie schön.
So, noch einmal. Prima. So ist das richtig, richtig gut. Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten, habe ich gerade eben gesehen. Das ist wirklich super. Wir haben das echt nochmal in eine Zeit unter einer Stunde reingepackt. Da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass eben der Kampf gegen Atramentor und seinen anderen Steingolems gut abgelaufen ist. Der muss einfach mal also so viel Glück hat man sehr, sehr selten. Ich hab was anderes gehört. Ich freue mich schon, wenn wir Mika dazu einladen, die Suchenden zu bekämpfen. Das wird lustig. Naja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir wirklich das dritte Kapitel aufnehmen. Also, wenn wir mit dem zweiten fertig sind, da bin ich wahrscheinlich schon richtig platt. Dann reicht mir das auch. Müssen wir mal sehen. So, Freunde. Das müsste Fortuno sein, der da vorne herumsteht und raucht. Ich hoffe seit es doch. Der Gründung des Lagers ja! Viel Zeit ich freue mich. Viel hat sich geändert. Ich finde es immer wieder schön, wenn alles so bugfrei abläuft. Das ist wunderbar. So, Gorn Akosch. Dann. Boah, das ist ein Moment. Der muss gespeichert werden. So, Dele. Jetzt aber. Komm schon. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Ich möchte Templer werden. Ich habe dir doch schon gesagt, dass allein dieser Wunsch nicht ausreichend ist, um dich dem heiligen Kreis der Templer anzuschließen. Du musst erst beweisen, dass du dieser Ehre würdig bist. Und der beste Beweis sind deine Handlungen und Taten zum Wohle unserer Bruderschaft. Habe ich denn noch nicht genug geleistet? Und was genau hast du alles gemacht? Ich habe deine Prüfung bestanden. Ja, das hast du tatsächlich. Damit hast du bewiesen, dass du ein außergewöhnlich guter Kämpfer bist und man dich mit der Durchführung wichtiger Aufgaben betrauen kann. Was sonst noch? Der Novize Fortuno? Ja, ich habe davon gehört. Nach seiner Rückkehr ins Lager hat er berichtet, was du für ihn getan hast. Ohne Zweifel zeigt dich das von deiner besten Seite. Was sonst noch? Ich habe den Auftrag von Balorun erledigt. Ich habe nichts anderes erwartet. Wie ich sehe, vertrauen die Gurus dir. Das sagt mir sehr viel über dich. Was sonst noch? Das ist alles. Gut. Du hast gezeigt, zu was du in der Lage bist. Und natürlich kann ich über dich jetzt nur noch eines sagen, wir brauchen Männer wie dich. Allerdings solltest du noch eines verstehen, bevor du Templer wirst, du kannst deine getroffene Entscheidung nicht mehr revidieren. Wenn du dich doch lieber dem heiligen Weg der Gurus widmen willst, dann solltest du jetzt mit Balorun darüber sprechen. Wenn du aber immer noch entschlossen bist,
den Weg des Templers zu wählen, ich bin ohne Zögern bereit, dich in unseren heiligen Kreis aufzunehmen. Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Aber du solltest dir darüber vollkommen bewusst sein, dass deine getroffene Entscheidung endgültig ist. Denke gut über das nach, was ich dir soeben gesagt habe. Lass mich von deiner Entscheidung wissen, ich werde dich auf der Stelle in den Kreis der Templer aufnehmen. Du musst dir darüber keine Sorgen machen, wir haben uns das schon sehr, sehr lange überlegt und... Ja, boah, ich freue mich schon richtig. Komm schon. Ich will in den heiligen Kreis der Templer eintreten. So sei es. Ich nehme dich im Kreis der Templer der Bruderschaft auf. Von jetzt an bist du einer von uns. Hier, nimm diese Rüstung. Trage sie mit Stolz. Nur wenigen wird diese hohe Ehre zuteil. Nimm von mir auch dieses Schwert, das Symbol unseres heiligen Kreises. Sehr, sehr schön. Es wird dir helfen, deine Feinde zu überwinden. Und vergiss nicht, ein Templer zu sein bedeutet nicht nur, diese Rüstung zu tragen. Es bedeutet, sich voll und ganz in den Dienst der Bruderschaft zu stellen und ihren Zielen zu widmen. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein. Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen, dass du nun bereit bist, einer der Unseren zu werden. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestählten Körper widersteht jeder Bedrohung. Nein. Sehr schön. Kannst du mir etwas sagen? Jetzt? Ich... Der Wo liegt der ganz Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Fang. So. Ich will meine... Sehr schön. Der bringt uns wirklich viel bei, ähnlich wie Wulfgar. Nur noch ein bisschen besser. Ich guck mal eben. Wir haben jetzt 66 Stärke. Und die Rüstung braucht, die braucht 100. Wow, da sind wir noch weit davon entfernt. Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt nicht schlimm. Ja, also wenn man die... Das hätte er doch besser wissen müssen. Novizenrüstung anhat, reden die Templer nicht mit einem. Wo ist deine Robe? Genau. Zieh dich um. Vorher werde ich nicht mit dir reden. Das ist aber Absicht so, weil sobald man Templer ist, ist man ja was Besseres. Und da sind die Templer einfach sich zu fein, mit Novizen zu reden. Und wenn man eben diese Rüstung anhat, dann wollen sie nicht mit einem reden. Wenn man die Rüstung aber auszieht und halbnackt durch die Gegend läuft, dann klappt es auch wieder. So. Okay, das ist schade. Da müssen wir noch an die... Wie viel brauchen wir noch? 34 Stärke. Puh. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Das sind doch alles Tage. Wochen. Wo ist deine Robe? Ach ja, okay, dann machen wir das. Lager wuchs heran. Dann machen wir das ein anderes Mal. Und zwar, wenn ich zurück bin vom Urlaub. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind Templer. Das hat wirklich super geklappt. Wir müssen jetzt einfach nur ganz viel Stärke trainieren. Jo. So, wir werden jetzt zum Abschluss nochmal schön einen durchziehen. So wie sich das für einen Templer gehört. Wunderbar. Wer erzählt denn sowas? Schön. Der haut richtig gut rein. Ja. Jaken da und dieses ganze Pflanzengedöns und die ganzen Viecher werden wir dann in irgendwelchen Spezialfolgen dann platt machen. Aber dazu haben wir noch genug Zeit. Ich hoffe, dass wir auch recht schnell Stärke leveln, damit wir eben diese schöne Templer-Rüstung hier anziehen können. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem, weil wir halt auf unserem Körper ganz viele Bemalungen haben. Und das sieht richtig gut aus mit dieser geöffneten, leichten Templer-Rüstung. Die kann man sogar noch verbessern. Also da ist noch einiges für uns drin. Wir haben noch 2 Lernpunkte. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen,
wir speichern mal hier ab. Das wäre dann Folge 52. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bis hierhin. Und ich habe jetzt auch meinen Spaß, nämlich im Urlaub. Wir sehen uns dann in, glaube ich, 2 Wochen. Ja, bis dahin. Alles Gute. Haut rein. Ciao, ciao.